liebes und herzliches Hallo an dich. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Folge deiner Intuition. Kreiere deinen Himmel auf Erden. Und ja, dieser Titel ist, wie sollte es anders sein, Programm. Weil ich einfach glaube, dass wenn wir unserer inneren Stimme folgen, also dieser Intuition, unserem Bauchgefühl, unserem Herzen, dann werden wir uns automatisch in einem für uns stimmigen Leben wiederfinden, was uns von innen heraus erfüllt, und zwar egal, wie die äußeren Umstände gerade sind. Und ich mag dir einfach mit diesem Podcast, ja, meine Erfahrungen mit auf den Weg geben, mein Empfinden, Dinge, die nicht von mir kommen, also Botschaften, die ich empfange, mithilfe meiner medialen Fähigkeiten, die ich trainiert habe, die auch du hast. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir alle damit geboren werden, mit der sogenannten Seelensprache. Und ja, jetzt bin ich so reingestolpert. Ich merke gerade, ich sprudelte gerade einfach. Und ja, falls du das allererste Mal hier reinhörst, dann fragst du dich vielleicht, ja, und wer spricht denn da gerade zu mir? Ja, ich bin Sarah Rogalski und ich merke immer wieder, dass auch in meinem Herzensbusiness, was ich jetzt seit 2011 führe und unendlich dankbar dafür bin, auch da gibt es kein Ankommen. Also ich gebe das aus meinem Herzen raus, was gerade dran ist, und jetzt gerade steht das Kreiere dein Himmel-Programm an, wo ich die Teilnehmerin sehr intensiv begleiten werde über einen langen Zeitraum hinweg, und bald im Januar, genauer gesagt am 13. Januar, startet das letzte Mal vermutlich, also nächstes Jahr auf gar keinen Fall wird es wiederholt, danach, ich weiß es noch nicht, aber jetzt fühlt es sich nach dem letzten Mal an, Erwecke deine Seelensprache, wo es genau darum geht, die Tierkommunikation wieder zu erlernen, die Seelensprache, deine Intuition zu schulen. Es geht kurzum gesagt um deine Hellsinne, um die Sinne, mit denen du geboren wurdest, denen wir aber nicht so viel Beachtung geschenkt haben wie unseren physischen Sinnen, wie das Sehen, das Anfassen, das Hören, Schmecken und so weiter. Genau. Und ich mag heute mit dir über ein Thema sprechen, was mich gerade immer wieder findet. Also du kennst es vielleicht auch, dass wenn dich was innerlich beschäftigt, und das ist ja auch das Gesetz der Resonanz, dann findest du das überall im Außen. Und so ist es ja bei mir gerade mit diesem Thema, und es geht ums Energielevel, um deine Energie, weil ich denke, dass nur wenn wir Energie haben, wir unser Leben so gestalten können, wie wir es uns eben ersehnen. Darüber mag ich heute mit dir sprechen, und es gibt auch endlich einmal wieder eine Meditation. Das ist eine Special-Folge, merke ich gerade. Ich glaube, das gab es noch nie. Es gab immer entweder nur so eine Folge oder ein Interview oder eine Meditation, und das ist so eine Meditation, aber noch mit einleitenden Worten von mir dazu zum Thema Energie. Genau. Und bevor wir jetzt reinstarten in diese Folge, mag ich dich unbedingt noch hinweisen auf das Gewinnspiel, was ja gerade noch läuft, noch bis zum 20. Dezember. Ist also ja so eine Art Christmas-Gewinnspiel. Und es gibt drei Preise zu gewinnen. Plätze wollte ich gerade sagen. Es gibt drei Preise. Und der erste Preis ist die kostenfreie Teilnahme an Erwecke deine Seelensprache. Dann wirst du bei diesen intensiven Programmen dabei sein, was online stattfindet und ja, was so intensiv und schön wird, um deine Hellsinne wieder zu erwecken, zu trainieren, um mit den Tieren, mit deiner Intuition, mit deiner Seele, mit anderen Seelen wieder tief in Berührung zu kommen und vor allen Dingen endlich die Zweifel loszulassen. Darum, das ist übrigens ein Special-Modul in Erwecke deine Seelensprache. Das gab es bei der letzten Runde noch nicht. Genau. Und der zweite Platz ist die Teilnahme am Akasha-Kollektiv-Reading Entfessle deine Weiblichkeit, wo es darum geht, den kollektiven Urschmerz der Frau zu heilen, diesen weiblichen Urschmerz der Unterdrückung, des Opferseins, des Jammerns, diesen Kreislauf endlich zu durchbrechen, weil ich merke auch jetzt immer, wenn ich über das Thema spreche, ich kriege Gänsehaut, es treibt mich, es drückt, weil ich die Frauen ermächtigen möchte, sie daran erinnern, wer sie wirklich sind, und nicht im Sinne von, jetzt ermächtigen wir uns und über die Männer, nein, gar nicht, sondern ich sehe die Frauen, die wieder aufstehen, die aufhören zu jammern, die aus ihrer Opferrolle kommen, die von innen nach außen strahlen und damit auch die Männer, ja, umrahmen und ihnen auch den Raum geben zu sein.
Und da spielen noch so viele Ängste und Verletzungen mit drin. Und ich mag am 22. Dezember, das ist ein Sonntag um 10 Uhr, da findet das Akasha-Kollektiv-Reading statt. Da kann man sich auch jetzt schon für anmelden. Du kannst aber natürlich jetzt auch erstmal am Gewinnspiel teilnehmen. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen. Und genau, am 20. Dezember gebe ich die Gewinner dann bekannt und vielleicht kannst du dann auch so dabei sein. Ich freue mich auf jeden Fall mega, weil ich weiß, umso mehr Frauen wir sind, ja, desto intensiver wird die Transformation für dein eigenes Leben als auch für die ganze Erde. Und der dritte Preis ist mein Buch Begegne den Tieren, begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst. Ein Buch, was mir auch einfach so aus dem Herzen geflossen ist, wo ich über meine Reise mit den Tieren spreche, wie die Tiere mir geholfen haben, mein Herz zu heilen, zu öffnen. Und genau, das sind die drei Preise. Und jetzt interessiert dich bestimmt noch, es sei denn, du folgst mir regelmäßig. An der Stelle dann vielen Dank an dich. Es ist so schön, dass es dich gibt, wirklich. Es motiviert mich immer wieder, wenn Rückmeldungen kommen, wenn ich E-Mails bekomme, dass ich merke, okay, meine Message kommt wirklich an. Das berührt mich immer sehr. Also danke, danke an dich da draußen. Falls du es aber noch nicht mitbekommen hast, das Gewinnspiel geht folgendermaßen, total easy. Und gleichzeitig kannst du mich dabei unterstützen, meine Vision weiter zu verwirklichen, weil meine Vision ist, mein Traum ist, wirklich ganz viele Herzen zu berühren, zu heilen, zu öffnen, ja, für eine friedvolle Welt. Große Mission, Gott sei Dank bin ich nicht allein damit. Okay, also du kannst teilnehmen, indem du mir bei iTunes, wo man meinen Podcast auch finden kann, eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und ein Kommentar. Und es hat den Hintergrund, dass iTunes, ich kenne mich da nicht ganz so aus, aber ich weiß, dass dann der Podcast höher gelistet wird, also auch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Also damit hilfst du mir riesig, wenn du es teilst, wenn du es mit deinen Freunden auch teilst, dass wir möglichst viele Menschen erreichen können und in ihre Schöpferkraft zurückbringen. Genau, und an der Stelle mag ich nochmal zwei Bewertung vorlesen, die jetzt auch im Zuge des Gewinnspiels schon eingegangen sind. Und ich habe mich so gefreut, ich habe so Gänsehaut bekommen und Pipi in den Augen beim Lesen. Okay, also Akoda Linda schreibt, einfach himmlisch. Dieser Podcast ist einfach toll, inspirierend, voller wertvoller Impulse und ein Seelenschmeichler. Sarah tut mit ihrer ehrlichen und authentischen Art einfach gut. Sie teilt mit uns allen ihr Wissen, ihre Weisheit und ihre Eingebung. Sie ist dabei aber niemals belehrend, verurteilend oder von oben herab, sondern auf Augenhöhe und voller Toleranz, Akzeptanz und Liebe. Herzlichen Dank. Wow, das kann ich nur zurückgeben. Liebe Linda, echt, ich, ja, danke, wirklich danke. Und eine andere Bewertung ist von Regenbogenfaden. Einfach super. Liebe Sarah, vielen Dank für deinen wundervollen Podcast. Ich höre ihn fast jeden Tag auf meinem Arbeitsweg und er gibt mir so viel. Man kann deiner Stimme so gut lauschen und die Themen sind genau meine. PS, die Soul Academy ist so super. Vielen Dank dafür. Aber ich danke dir auch, das ist so großartig. Und die Soul Academy ist, ist übrigens, wollte ich sagen, ist der Überbegriff von Erwecke deine Seelensprache und heile dein Herz. Und ja, ich freue mich, dass es im Januar bald wieder losgeht. Okay, das war jetzt ein langes Intro. Jetzt geht's los. Es geht heute darum, dein Energielevel auch wirklich praktisch zu erhöhen mit der Meditation. Ganz viel Freude beim Anhören. Unsere Lebensenergie ist, ja, finde ich mitunter das Kostbarste, was wir haben. Auch im Sinne der Gesundheit, der Vitalität, weil du weißt selbst, wie es uns geht, wenn wir krank sind. Erinnere dich nur an die letzte Grippe, Erkältung oder was auch immer. Also wenn wir ausgenockt sind, wir können nichts. Wir sind einfach platt. Das Problem ist in unserer Gesellschaft, dass ja sowas wie Burnout und so weiter, das ist ja schon fast normal. Es ist Normalität, dieses Ausbrennen. Und ich merke das selber in meinem Alltag, ja, wie herausfordernd das ist. Wir haben so unendlich viele Dinge zu tun und stellen diese anderen Dinge oftmals vor die, die unser Herz erfüllen, weil wir es so gelernt haben. Das beginnt schon in der Schule, diese Leistungsgesellschaft.
Und ich habe darüber eine einzelne Podcast-Folge aufgenommen, erst vor kurzem, die ich dir sehr empfehlen kann, wenn du dann noch tiefer eintauchen möchtest. Und ich merke, mich beschäftigt das Thema Energie, wie auch schon im Vorspann eben gesagt, extrem, weil ich merke, wenn ich in meiner Energie bin, in meiner Mitte bin, dann kann mir nichts im Außen was anhaben und ich bin in meiner Kraft, ich bin in der Tatkraft. Und auch im Zuge von Kreiere deinen Himmel, was ja jetzt bald kommen wird, da nehme ich eine Handvoll Menschen mit an die Hand und ich merke jetzt schon, ich muss automatisch irgendwie lachen, kriege Gänsehaut und mein Herz hüpft, weil ich mich so drauf freue, weil ich diese Kraft darin spüre, das Potenzial, weil es ja bei den allermeisten an der Umsetzung scheitert. An Blockaden, an Glaubensmustern, an Ängsten, die gemütliche Komfortzone und so weiter und so fort. Und ein großes Problem ist da eben auch die Energie. Wenn wir keine Energie zur Verfügung haben, wie sollen wir dann bitte für Veränderung Energie haben? Für eine große Veränderung brauchen Raum und brauchen diese Kraft und Energie. Weshalb ich das da auch mit einbinden werde ganz stark. Und ja, was meine ich mit Energie? Also für mich haben wir alle ein eigenes Schwingungsfeld und ich liebe es. Ich liebe es, mein Kopf liebt es so sehr, dass es mittlerweile ja wissenschaftlich erwiesen ist. Und ich bin mir sicher, dass das Wissen an dir auch nicht vorbeigegangen ist, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, dass wenn man auch uns, also alles, was existiert auf dieser Erde, wenn man es so runterbricht, also mit einem riesigen Mikroskop, ja, aufs Kleinste vergrößert, dann erkennen wir, alles ist Schwingung. Alles ist Energie, alles ist Frequenz. Und ja, um es einfach für den Verstand greifbarer zu machen, müssen wir nur an Handys denken, ans Internet, an Radio, Radiowellen. Man sieht es nicht, aber ja, wie ich immer so schön sage, hier in diesem Raum ist ein Lied. Ich müsste jetzt nur ein Radio anschalten, den richtigen Sender und dann würden wir es hören. Das Lied ist in diesem Raum mit diesen Wellen übertragen. Und das ist so, man kann sich das kaum vorstellen, dass auch mein Verstand denkt, wie geht das? Aber es geht. Und genauso hast auch du dein ganz eigenes Schwingungsfeld. Was ganz häufig passiert bei den hochsensiblen Menschen ist, vielleicht zählst du dazu, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du dazu zählst, also bei den hochsensiblen Personen, die ja die Probleme haben in Menschenmassen, die auch oft auf Nahrungsmittel ja, allergisch oder mit Unverträglichkeiten reagieren, die einfach generell sehr sensibel sind, zart beseitigt, die auch oft hören, ach, du musst dir mal ein härteres oder ein dickeres Fell zulegen und darfst dir das alles nicht zu Herzen nehmen und so. Ja, es ist leicht gesagt, aber wie du wahrscheinlich weißt, nicht leicht getan, nicht immer leicht getan. Und ja, dann gab es so schöne Mittel und das ist auch alles, was ich jetzt sage. Ne? Du weißt, wenn du mich länger verfolgst, ich werte nicht, alles ist. Und alles ist gut, wie es ist. Vor allen Dingen ist alles in göttlicher Ordnung, wenn wir unserer inneren Stimme folgen. Denn ich komme da gerade drauf, weil ich an mich selbst denke von vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, wo das mit der Tierkommunikation. Nee, da war es gar nicht neu, aber ich bin auch schon ganz schön alt geworden. Wird mir da gerade bewusst, wenn ich so rechne. Das kommt ja gar nicht hin. Da war ich 21 vor 10 Jahren und die Tierkommunikation begann mit 15. Und damals, da war halt dieser Schutz sehr gehypt. Du musst dich schützen. Und dann gab es auch diese Methoden. Ich habe das eine Zeit gemacht. Ich habe es auch gelehrt und weitergegeben. Und auch wenn du gerade, das meine ich mit alles ist gut, wenn du gerade an dem Punkt bist, wo du merkst, ja, ich brauche so eine Glaskuppel oder ich brauche so einen Schutzmantel um mich herum, dann ist das völlig fein. Und ich mache das, ich muss gerade überlegen, das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich es gemacht habe. Manchmal fühle ich das auch, da bin ich einfach, ja, eh schon, ist meine Aura irgendwie, mein Energiefeld schwach und dann kann so ein Abschirmen helfen, aber das ist letzten Endes auch wieder diese Illusion, das ist wieder so ein Trennungsgedanke, weil wir sind ja alle eins. Das ist hier eine große Suppe, ein großes Schwingungsfeld. Wir beeinflussen uns ständig gegenseitig, ständig. Deswegen ist dein Umfeld auch so wichtig. Und es hat aber auch einen Grund, warum dein Umfeld ist, wie es ist. Und diese anderen Schwingungsfelder in Form von Menschen und Tieren zeigen uns ja auch unsere Störfelder auf. Also
eingespeicherte Emotionen, irgendwelche Sachen, die uns nicht mehr dienen. Wir leben ja in einer Zeit, wo das abfallen möchte, wo es geheilt werden möchte, gesehen, geheilt. Und ja, also ich staune immer wieder und der Verstand kann das alles gar nicht so greifen, wie komplex dieses ganze System einfach ist. Ja, und was ich gerade lerne und nicht erst seit gestern, ich muss gerade lachen, weil ich habe gerade gedacht, für meine geistige Crew bin ich, glaube ich, eine Schülerin, mit der sie sehr viel Geduld haben dürfen, weil ich es immer wieder nicht meistere. Also immer wieder da reingerate, es wird besser. Also ich merke irgendwie, ich bin jetzt, glaube ich, in der nächsten Klasse angekommen, hat auch lange genug gedauert. Aber sie zeigen mir immer ein Bild, wie ich von innen nach außen strahle. Also diese ureigene Essenz, die wir ja alle haben. Und dann wird die halt beeinflusst von irgendwelchen Störfeldern von außen, von anderen Menschen. Schlechte Nahrung, wenig Schlaf und wenig Bewegung. Und all diese Dinge, die sorgen halt für ein niedrig schwingenderes Energiefeld. Und der Weg ist halt nicht, sich immer abzuschirmen, sondern bei sich zu bleiben. Bei sich zu bleiben. Und während ich das sage, empfange ich gerade ein Bild. Ich sehe gerade, also stell dir vor, du hast ja deinen Körper, ne? Und der ist natürlich sichtbar mit deinen physischen Augen. Du hast ein Energiefeld, was spürbar ist durch deine Hellsinne. Ne? Denk an Erwecke deine Seelensprache. Also auch das kann man ganz genau erspüren. Da sind alle Informationen enthalten. Alle. Alles, was du in diesem Leben, im vergangenen Leben erfahren hast, alle Struggles, alle Blockaden, alles, einfach alles, auch dein ganzes Potenzial. Und du musst dir vorstellen, wenn du nicht bei dir bist, zum Beispiel dich ärgert irgendeine Situation, eine andere Person oder du ärgerst dich über ein Tier oder egal was, aber es ist dann so, ich sehe gerade dieses Bild von dem Energiefeld und immer wenn wir dann beim anderen sind, als wenn man so ein Stück rausnimmt, wenn wir es jetzt mal ganz bildlich machen und es dem anderen geben. Wir füttern den anderen mit unserer Energie und es saugt uns aus. Anders gesprochen, ich sehe gerade zwei Menschen, die sich gegenüberstehen. Und vielleicht, das kennst du bestimmt auch von aktuell aus deinem Leben oder von früher aus deinem Leben, du hast eine Freundin und die saugt dich förmlich aus, also so ein sogenannter Energievampir. Ne? So, die erzählt und jammert und du merkst so, boah, also sie lädt sich immer mehr auf und du sitzt da und könntest sofort danach schlafen gehen, bist total leer. Und das passiert oft dann durch diesen Widerstand, durch dieses Nein und oh, ich will das nicht hören, das nervt mich. Und dann gehen wir in so eine destruktive Haltung und geben der anderen Person Energie und die geht aufgeladen davon. Das macht sie nicht mit Absicht bewusst, es passiert. Und wenn wir in dieser Situation aber bei uns bleiben würden, das erkennen, dann könnten wir bewusst einfach durch die Absicht diese Energie bei uns behalten, indem wir in so einen ganz entspannten Zustand gehen und ja, in so eine Akzeptanz gehen. Und es sind natürlich immer zwei Sachen. Es gibt ja auch diese irdische Abgrenzung, einfach zu sagen, du, das ist mir jetzt zu viel oder ne, jetzt, ja. Einfach das zu kommunizieren, ganz ehrlich zu sein und nichts aus einem Pflichtgefühl zu machen, wenn wir merken, uns tut das gerade nicht gut, das nicht aushalten, sondern es aussprechen und gut für dich sorgen in Liebe. Und das ist dann ja auch in Liebe zu dem anderen, weil wir lehnen die andere Person ja nicht ab, sondern wir sagen ja zu uns selbst. Und ja, das lerne ich gerade. Egal in welcher Situation, bei mir zu bleiben, in meiner Energie und meine Energie von innen nach außen strahlen zu lassen. Und das ist dann ein ganz natürlicher Schutz. Wenn deine Aura intakt ist, dann kommen da keine äußeren Einflüsse an dich heran. Das ist dann dieser Schutz. Aber der große Unterschied ist, das ist nicht wie so eine Glaskuppel abgetrennt, sondern es ist verbindend. Du inspirierst dadurch andere Menschen. Du wirst zu so einem leuchtenden Vorbild. Und genau das möchte ich heute mit dir machen. Ich möchte dir eine Meditation anleiten, die ich in letzter Zeit ganz oft mache, die mir von der geistigen Welt oder setz ein, was passt, ne? Universum, die Liebe, das All-Eins, zu Hause, keine Ahnung, habe ich eingegeben bekommen. Und ja. Ich mache es immer wieder. Ich muss gerade stocken, weil mir fällt gerade ein, dass beim letzten Akasha-Reading, was ich geben durfte,
dass es da auch stattfand in einer sehr ähnlichen Form. Und ich lade dich ein. Wenn du natürlich gerade Auto fährst oder das gerade ungünstig ist, dann mach jetzt auf Pause und mach das dann, wenn du zu Hause bist, wenn du Ruhe hast. Wenn du jetzt schon Ruhe hast, dann machst du jetzt nochmal ja, einen kurzen Moment richtig gemütlich, entweder am Sitzen oder am Liegen, so wie du gut sein kannst. Und sorg dafür, dass du wirklich jetzt Ruhe hast. Und du kannst jetzt auch gerne auf Pause drücken, falls dir noch irgendwas fehlt, du eine Decke holen willst oder was auch immer. Und dann legen wir los. Und ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, dich nochmal zurecht zu ruckeln und einfach mal in den Körper zu spüren, was gerade da ist. Wie fühlt sich dein Körper jetzt gerade an? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Und wie fühlst du dich heute, jetzt, in diesem Moment? Einfach beobachtend, wahrnehmend, wie so eine Art innere Inventur. Und dann beginne, einige ganz tiefe Atemzüge zu nehmen. Und achte dabei darauf, dass du wirklich ganz tief in den Bauch hineinatmest, sodass sich deine Bauchdecke beim Einatmen nach außen wölbt und beim Ausatmen sich dein Bauch wieder entspannt. Und während du atmest, komm immer mehr bei dir an. Spüre, wie du mit jedem Einatmen mehr bei dir bist, mehr in deiner Mitte und wie du mit jedem Ausatmen mehr loslässt, den Körper entspannst, die Gedanken Gedanken sein zu lassen, deine Gefühle Gefühle sein zu lassen. Lasse auch deinen Körper sein und deine Persönlichkeit und erinnere dich jetzt an deine wahre Essenz. Du bist nicht deine Gedanken, du bist auch nicht deine Gefühle, dein Körper, dein Ego. Nein, du bist Essenz, du bist Seele, du bist reines Bewusstsein. Erinnere dich. Und dann stell dir vor, dass durch deinen Scheitelpunkt energetisch eine lilane Flüssigkeit eindringt in deinen Körper, in deinen physischen als auch deinen energetischen Körper. Und dieses Lila ist magisch. Es durchfließt magisch, sanft und leicht deinen ganzen Körper, von oben nach unten, Stück für Stück. Und das Besondere an diesem lilanen Licht ist, dass es alles mit sich nimmt, was nicht zu dir gehört, was nicht zu deiner ureigenen Essenz gehört, was du vielleicht an Fremdeinflüssen unbewusst aufgenommen hast, was vielleicht noch als Blockade, Glaubensmuster, Emotionen anhaftet, die jetzt gehen dürfen. Alles fließt ab, was jetzt in diesem Moment nicht mehr zu dir gehört, was ausgedient hat.
spüre, wie dieses Licht sich immer weiter nach unten bewegt. Und stelle dir vor, wie sich deine Fußsohlen energetisch öffnen und alles durch deine Fußsohlen in den Erdboden abgeleitet wird, was dir nicht mehr dienlich ist. Und du weißt intuitiv, dass es alles neutralisiert wird. All die Energie, die du jetzt rausfließen lässt, wandelt sich in etwas völlig Neutrales außerhalb deines Energiefelds um. Und spüre auch, was es mit dir macht, wie du Stück für Stück immer leichter und leichter wirst. Und nimm dir jetzt einen Augenblick Zeit, dieses Bild weiter zu visualisieren, das lilane Licht durchfließen zu lassen, vom Scheitel durch deinen ganzen Körper und hinab und raus aus deinen Fußsohlen. Sehr gut. Und vielleicht spürst du schon, wie es sich leichter anfühlt, wie du dich jetzt schon mehr bei dir fühlst. Und im nächsten Schritt visualisiere dein Herzzentrum. Fühl dich ein in dein Herz. Das Herz ist der Sitz deiner Seele. Und atme ganz tief in dein Herz ein und aus und spüre, wie jeder Atemzug, jeder bewusste Atemzug in dein Herz dich stärkt und nährt, dich noch mehr an dein wahres Selbst erinnert. Dein wahres Sein, was hier auf der Erde zum Ausdruck kommen möchte. Und dann stelle dir vor, dass du mit jedem Einatmen mitten in dein Herzzentrum atmest, bewusst wirst. Und mit jedem Ausatmen sich dein Energie, dein Herzensfeld ausdehnt. Millimeter für Millimeter und Zentimeter für Zentimeter. Mit jedem Atemzug dehnst du dein Feld, deine ureigene Essenz aus. Es füllt zuerst deinen physischen Körper aus, dann auch dein Energiefeld, was sich rund um deinen physischen Körper befindet. Und du spürst regelrecht, wie mit jedem Ausatmen sich deine Aura immer weiter und weiter und weiter ausdehnt. Wie du von innen nach außen strahlst. Und wie du dich damit verbunden, auch mit allem anderen verbunden fühlst, du nicht abgetrennt bist, sondern ganz klar in deiner Mitte bist, in deiner Kraft, deiner Essenz, von innen nach außen leuchtend.
Und dann nehme nochmal einen letzten tiefen Atemzug in deinen Bauch hinein. Verankere dieses wohlige Gefühl und nehme das Bild mit in den Alltag, wenn du jetzt langsam zurückkehrst, deinen Körper bewegst, dich ausstreckst und langsam deine Augen öffnest. Und auch mit geöffneten Augen spüre einen Moment nach, schenke dir selbst ein Lächeln. Halte beide Hände auf dein Herz, lächle, erinnere dich und gehe mit genau diesem Gefühl weiter durch deinen Tag. Du Liebe, ich hoffe, dass dir die Meditation geholfen, gefallen hat und wie immer würde ich mich riesig freuen über eine Rückmeldung von dir in Form eines Kommentars bei Facebook, bei Instagram, wenn du mir da folgst oder auch gerne in einer E-Mail. Ich freue mich immer so riesig von euch zu hören, zu lesen und ich wünsche dir von Herzen einen wunderschönen Tag, einen Tag in deiner Energie, in deiner Essenz. Bleib bei dir. Und ein Tipp, beobachte das mal ein bisschen. Wann immer du da wieder rausfällst, kurz dir einen Moment nehmen, irgendwo in die Ruhe gehen, zur Not auf Toilette, wo auch immer, wenn du gerade im Trubel bist. Augen schließen, beide Hände aufs Herz, reinfühlen, atmen, du sein und dann wieder rein in den Alltag. Ich sehe dich, du Liebe, und ich wünsche dir alles Liebe und vielleicht bis bald.